Das Kopfrechnen üben ist eine der wichtigsten Sachen, was Eltern zu Hause mit ihrem Kind machen können, um sie in Mathematik zu unterstützen. Und hier in diesem Video zeige ich dir eine einfache und sehr effektive Methode, wie du das zu Hause mit deinem Kind machen kannst. Hallo, mein Name ist Diana Wegel. Ich bin Lehrerin, Autorin und Gründerin vom virtuellen Klassenzimmer. Und im virtuellen Klassenzimmer, da steckt auch genau die Lernmethode drin, die ich dir hier in diesem Video vorstelle. Ich kenne eine Menge Eltern, die haben schon eine ganze Reihe an Arbeitsheften gekauft oder das Internet durchforstet nach irgendwelchen Arbeitsblättern, die dem Kind helfen sollen, endlich das mit dem Rechnen zu kapieren. Aber irgendwie blieben die Lernerfolge bisher aus. Es wurde zwar viel abgearbeitet, aber am Ende blieb beim Kind gar nicht so richtig etwas hängen. Weißt du, ein Arbeitsblatt ist auch gar nicht dazu gedacht, dass dein Kind wirklich dauerhaft etwas lernen soll. Beim Arbeitsblatt liegt der Fokus darauf, eine gewisse Aufgabe abzuarbeiten. Es sagt aber nichts darüber aus, was im Langzeitgedächtnis deines Kindes wirklich abgespeichert ist. Und genau das ist es ja, was wir erreichen wollen. Dein Kind soll sich gewisse Sachen einfach dauerhaft merken und auch noch nach längerer Zeit sicher und richtig benennen können. Außerdem sagt ein Arbeitsblatt auch gar nichts darüber aus, wie ist denn dein Kind zum Ergebnis gekommen. Wir wollen ja nicht, dass dein Kind sich zum Ergebnis hinzählt, sondern dass es einen richtigen Rechenweg, eine richtige Rechenstrategie anwendet, um auf die Lösung zu kommen. Außerdem ist das Automatisieren eine sehr, sehr wichtige Funktion, die dein Kind beherrschen sollte. Es soll also bei 3 plus 4 nicht mehr überlegen, ich habe 3 und hier noch 4 dazu, wie viel sind das, sondern dein Kind soll die Lösung 7 in diesem Fall einfach automatisiert haben. Die Lernbox, die ich dir jetzt vorstellen möchte, die wird dabei ungemein helfen. So sieht die Lernbox aus. Einigen ist die Lernbox schon vertraut, indem es darum ging, Vokabeln zu üben. Da ist vielen die Lernbox bekannt, doch sie kann auch wunderbar hier für das Rechnen eingesetzt werden. Du siehst, die Lernbox, sie besteht aus verschiedenen Fächern. Und die Lernbox, die passt sich so ein bisschen das Denken im Gehirn an. Wir haben nämlich hier vorne mehrere Fächer und das symbolisiert im Gehirn sozusagen das Arbeitsgedächtnis. Hier wird eine Information verarbeitet und unser Ziel ist es, sie ganz nach hinten in das Langzeitgedächtnis zu bekommen. Das ist unser Ziel, dass da eine bestimmte Aufgabe ankommt oder mehrere Aufgaben ankommen, sodass dein Kind nicht mehr lange überlegen muss, sondern die Aufgabe einfach automatisiert hat. Und das können wir hiermit ganz wunderbar machen. Wenn du das mit deinem Kind üben möchtest, kannst du dir so Lernkarten ganz leicht anfertigen. Ich habe hier noch die Lernkarten von meiner Tochter drin, wo sie gerade mit fertig geworden ist, mit den Divisionsaufgaben. Die sind aus meinem virtuellen Klassenzimmer, aber die kannst du sehr einfach selber machen. Dafür nimmst du dir einfach ein weißes A4-Blatt, faltest das so, dass du 16 kleine Kästchen hast, also 16 Karten in dieser Größe, die schneidest du aus und dann gestaltest du eine Aufgabe, also eine Aufgabe kommt auf eine Karte, auf die Vorderseite kommt die Aufgabe drauf und auf die Rückseite kommt, muss ein bisschen dünn mit Bleistift schreiben, kommt die Lösung, damit es nicht so durchschimmert. Und so kannst du für dein Kind genau die Lernkarten anfertigen, die es braucht. Oder du nimmst die aus meinem virtuellen Klassenzimmer, wenn du da dabei bist. Und dann kann dein Kind damit üben. Und die Lernbox passt sich eben dem Tempo deines Kindes an. Das bedeutet, wenn eine Aufgabe richtig gemacht wurde, dann kommt die entsprechende Karte einfach weiter. Wurde eine Aufgabe falsch gelöst oder dein Kind hat zu lange gebraucht, kommt die Karte wieder nach vorne. Die Box passt sich also deinem Kind an und nicht dein Kind passt sich einem Arbeitsblatt an. Dein Kind gibt vor, wie lange es eine bestimmte Aufgabe üben muss, bis sie ganz hinten im Langzeitgedächtnis ankommt. Und dann ist sie dabei auch wirklich angekommen. Und durch die häufige Wiederholung der immer wieder gleichen Aufgaben wird es auch da hinten ankommen. Bei den Arbeitsblättern ist es häufig so, dass das Kind gar keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Blättern sieht. Es ist nur auf das Abarbeiten fokussiert
ohne dass da irgendetwas im Langzeitgedächtnis ankommen kann. Häufig sind auch die Aufgabenformate wild gemischt, mal eine Zahlenmauer, ein Rechendreieck, ein schönes Päckchen, sodass dein Kind immer wieder guckt, okay, wie ging nochmal das Format, wie ging nochmal das Format, aber gar nicht einen gewissen Aufgabentyp hier wirklich automatisieren kann. Und das ist beim Kopfrechnen so enorm wichtig. Machen kannst du das mit der Lernbox. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren.